Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gruse mit mir. Ich bin Matt Chris und ich freue mich sehr, dass ihr wieder einschaltet hier bei YouTube auf meinem Kanal. Ja, heute habe ich nach etwas längerer Zeit mal wieder The 3X für uns. Und ja, ich hoffe auf eine Menge Grusel, Gänsehaut und allen möglichen. Und wenn es das nicht ist, dann wenigstens ein bisschen spekulierend. Wir sind ja so gute Spekulanten. Ja, also bevor ich mich jetzt hier noch weiter in die Sackgasse rede, viel Spaß, hier ist The 3X. Ja, The 3X. Hier haben wir die Top 5 Geister, die mit Kamera eingefangen worden sind. Ja, schauen wir mal rein. The 3X. Top 5 Ghosts, Kartenkamera. Number 5. Hillview Manor was known as house for the country mentally ill and elderly residents that didn't have any known family. YouTuber Franco TV decided to explore this. Ah, Franco TV ist auch ein sehr bekannt, also mir bekannter YouTube-Channel. Also hat auch einige, hat auch viele Abos, viele Abonnenten. Macht auch viele paranormale Ermittlungen. Sehr gut. Einige Ermittlungen sind echt, echt gut. Location from the very beginning. He began to hear strange sounds, voices and the piano. But it wasn't the end. Oh, das Piano spielt von alleine. Silent Hill, ja, so ein bisschen schon. I guess the room from Silent Hill, I don't know if you guys ever played that game. But the room from Silent Hill looks like this. Especially that there's nobody here. Oh, you can see my shadow. Oh, 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 da hat einer um die Ecke geguckt. Oh, 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 da war ein Kopf. Er hat es nicht bemerkt. Er hat es nicht bemerkt. Ja. Er hat es nicht gesehen. Check Franco TV Channel Hammer. For more paranormal investigation. Hammer, Hammer, Hammer. Also wie gesagt, der hat auch echt gute Ermittlungen, ne? Geht einfach mal drauf. Number 4. In den Ruinen. Wo ist denn der Sound? Wieso ist hier kein Sound? Hallo? Hallo, hallo? Ich nicht höre? Eine Sekunde, ich muss mal was gucken. Keine Ahnung, warum hier kein Sound ist. Aber mal gucken, wie gruselig was ohne Sound sein kann. Wir sind ja sonst sehr verwöhnt. Wahrscheinlich hat er da Musik drunter gelegt, die... Oh, wow. Hoho. Okay. Auch ohne Sounduntermalung habe ich da was gesehen. Ja, aber wo, da ist nichts. Wo soll das denn auch hin sein? Also ich finde solche Aufnahmen immer sehr authentisch. Ja, klar, im Endeffekt lässt sich das alles auch faken, ist klar, aber... Ich glaube da nicht dran, dass das gefaked ist. Weder bei Franco TV noch hier. Weil dafür ist es mir doch zu zufällig.
und dann doch zu wenig. Also ich glaube, wenn das gestellt wäre, dann würde man da doch ein bisschen mehr zeigen. Trotzdem weiß ich jetzt nicht, warum hier kein Sound ist, ob meine Annahme stimmt, dass da irgendwas urheberrechtlich. Es ist auf alle Fälle auch kleiner als er. Es muss ja auch irgendwie ein Kind oder was sein, ne? Eieiei. Oh, da ja. Stand auch irgendwas auf dem Gebäude, ne? Ah, die Frau im Weiß. Ach, die Frau im Weiß. Ja. Okay, aber warum nicht, ne? Warum ist der Sound jetzt wieder da? Da, ja. Jetzt ohne Schnitt da rein. Ohne Schnitt, Freunde. Ohne Schnitt. Schwenkt doch die Kamera nicht weg. Er hat's versaut. Er hat's versaut. Er hat es versaut. Er hätte einfach die Kamera straight nach vorne halten sollen die ganze Zeit. Und dann hätte ich jetzt zu 100% gewusst, das ist nicht gefaked. So hat er natürlich die Kamera weggeschwenkt. Und egal, wer da drin sich versteckt hat, der hätte jetzt auch rauskommen können und abhauen können. Sorry. Also, was soll das? Er hält die Kamera in eine Richtung, wo überhaupt nichts war. So habt ihr es natürlich kaputt gemacht, Freunde. Das sieht aus wie eine Frau mit langen Haaren, ne? To see more Terrell Al Extreme Investigations, check his YouTube channel. Number 3. Friedhofsgeist. Cuando hay cambios de temperatura drásticos, en verdad me lo otra vez. Ahí está. YouTuber Alberto Del Arco visits a cemetery with very old tombs. You will not be able to believe what he witnessed. Take a look. Okay, ein sehr alter Friedhof. Ich glaube, Mexiko müsste das sein oder irgendwie Südamerika. Schon wieder kein Sound. Leute, was macht ihr mit mir? Was macht ihr? Das ist so eine gute Zusammenstellung und ja, sorry, aber was konnte man da jetzt großartig erkennen? Irgendeine Fluktuation im Bild, ne? Ja, da ging auch irgendwas her, das ist richtig. Es ist halt ein Friedhof, ne? Ja, und wundert mich jetzt nicht, dass da vielleicht irgendwelche Wesen rumlatschen. Ich habe ja auch schon wieder ein Wesen, ne? Meine Hausfliege ist zurück. Ein Monat war Ruhe, aber hat sich wahrscheinlich nur über die Weihnachtszeit und Silvester Urlaub gegönnt und ist jetzt zurück. Ja, kann man vielleicht noch mal irgendwas sehen? Aber wir hatten das schon mal, ne, bei irgendeinem Clip. Also bei irgendeiner Compilation, dass da der Sound weg war, aber nicht jetzt zweimal hintereinander. Es liegt nicht an mir, ich habe vorhin geguckt. Da habe ich jetzt ehrlich gesagt auch nichts gesehen, großartig. Ach, der mein Gott, da wackeln die sich da ein zurecht. Ja, da ist irgendwas aus dem Bild raus, aber. Oh, Sound is back. Also, ich bin fest davon überzeugt, dass da irgendwie Musik eingespielt worden ist, wo es urheberrechtlich Probleme gab und die musste halt raus. Die hat YouTube halt stumm geschaltet. Schade, aber. Da ist schon wieder, geht schon wieder jemand her. Also erst einmal ist es natürlich so, dass jeder andere sich natürlich auch auf diesem Friedhof befinden kann. Also es können auch einfach andere Personen sein, die gucken wollen, was die da machen. Ich meine, die laufen da über den Friedhof mit mindestens zwei, drei Leuten, weil einer filmt ja jetzt auch mit grünem Licht quatschen und wer weiß was. Und das ist natürlich interessant. Es gibt tatsächlich auch Leute, die besuchen nachts Friedhöfe. Die gibt es. So. Und deswegen ist es schwierig zu sagen, ob das jetzt
Geister sind oder nicht. Auf jeden Fall bewegt sich da irgendwie was immer wieder im Hintergrund, ne? Das ist klar. Und ein Friedhof ist ja jetzt halt nun mal auch ein Ort, wo halt solche Spukphänomene und Spukerscheinungen halt auch auftreten können, ne? So, jetzt hoffen wir, dass die nächsten Clips alle mit Sound sind, weil irgendwie ist es dann doch ein bisschen öde. Ah, da geht halt einfach einer her. To see more Alberto del Arco ghost hunting, check his channel. Number 2. Schon wieder ein Friedhofsgeist. Na dann. Oje. Hau raus. YouTuber Eder Hernandez with friends decide to explore abandoned. Kann mir mal einer sagen, warum der liebe Hernandez. Das ist schon für ein Bild in der Ecke. Building. Soon after entering, they've started hearing weird noises. Objects start moving by itself. And creepy shadows. Casas que estaban allá por la Tampiquera, justamente hoy. ¿Qué es Mariano? Da. Ya. ¿Neta? Hello. Se ve como que un reflejo. A ver, ¿pueden nombrar? ¿Para allá? ¿Con las dos? No, con una. Mira. Oye, legal, ¿qué es esa madre? Ya está voll mira, Mariano, ven. Licht, ¿eh? No, está no, aquí no veo nada. Ira. Halt doch die Lampe drauf, du Nasenbär. Si lo llegas a grabar, güero. Es bewegt sich. Es una silueta, ¿no? Es como una silueta, güey. Le doy a la otra, a ver si se ve, más claro. No mames, aguanta. ¡Hala, verga! ¡No mames, güey! Ah, vete a la verga, loco. Me sacó un susto esa madre. Fue en el techo, güey. Esa madre. So, jetzt haben sich da alle fünf in die Buchse gemacht. Fue en el techo, güey. Es de madera. Ah, Aber, was ist denn jetzt mit dieser Figur? Leute, zurück! Vete a la verga, güey. No mames, sí me asustó esa madre. Vete a la verga, güey. Es que sí fue allá arriba, loco. Como es madera, de verdad se escucha lo que cae, güey. Loco y las. Gut abgelenkt, ne? Gut abgelenkt. Wenn das wirklich was Paranormales war, hat es geschafft, den Fokus von sich auf was anderes zu lenken. Top. Sombra de allá atrás, güey. Für uns nicht top. Es ist weg. Ah, oh, es ist weg, ja. No mames. Was ist das? Oh, der Stuhl. Oh, der Stuhl schwebt. Oh. Madre. Mi gente, no mames. ¡A la verga, no mames, güey! ¿Qué pedo con esa madre, loco? Also, ich meine, die haben zwar starke Taschenlampen, ne? Ich will ja jetzt nicht sagen, aber leuchtet aber irgendwie auch nicht viel aus, ne? Ja, ich bin gewillt zu glauben, dass es da spukt. Viendo la barda vieja, no mames, ¿cuánto te gusta? 50 metros tiene esta barda. Yo como que ya me dieron ganas de llorar otra vez. Ay, cabrón. Das Lachen hat's jetzt aber dann irgendwie kaputt gemacht, ne? Cabrón, vamos. Ay, cabrón. Cabrón, con todo respeto. Oh Gott, oh Gott. ¿Qué hubo? Mira, cómo se mueve esa madre, güey. Loco, y si se mueve, güey. ¡A la verga, no mames! Wow. ¡No llegaste a grabar eso, güey! No mames, güey. Yo que sí. ¡Ah, te pasas! Was ist das denn für eine bleiche Figur? You can watch full investigation on his YouTube channel. Little Hand, number one. In some cases, only viewers can cut strange moments in ghost videos. YouTube channel Mindset TV make a list of things they've missed. Here is one of them. There was a shadow that came out of a doorway and went behind a wall. However, I was focused on that while editing the video. I didn't. Also haben die während des Drehs. Also erstmal Mindset ist ein sehr bekannter YouTube-Kanal, der sich mit dem Paranormalen und einigen mysteriösen Dingen beschäftigt. Also die haben paranormale Ermittlungen. Die haben aber auch sowas wie zum Beispiel sich irgendwelche
Überraschungsboxen aus dem Darknet bestellen und so weiter. Und jetzt ist das hier geht es jetzt wohl um einen Clip oder um mehrere Clips von Dingen, die er halt übersehen hat bei der Ermittlung und erst bei der Nachbearbeitung. Ne? So wie jetzt hier unten rechts dieser Schatten, der da hinter dem Türrahmen verschwindet. Realize that there was also another figure to the right side as we passed this next door right here. And this is a really, really crazy thing. Because if you look closely at this wall, there's no shadow coming in front of it. It's white the whole time. And as we pass it, it almost looks like a little hand reaches around and grabs the wall and then disappears. Ja, ja, ja. Ich frage mich auch, was das ist, weil wir haben jetzt schon so viele Clips gehabt mit Händen. Sei es nun die Autos an der Frontscheibe, wo so eine Hand runterfährt, oder halt auch hier Türrahmen, wo eine Hand rumgeht, Hand auf Schultern, Hand im Gesicht. Es sind immer Hände, 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 Hände. Da auch, es ist. I don't know how to explain what that. Und das ist doch auch keine normale Hand, das ist doch, weiß ich nicht. That is, I do know this. Shadows that are behind this wall can be seen the whole time we're walking down the hallway. But for something to wrap around the corner of the wall and break that clear line, I have no idea how to explain that. Also ich kann das auch nicht erklären, Leute. Ich glaube auch nicht daran, ich meine, es ist ein großer YouTube-Kanal, mein Seed. Ja, es ist natürlich immer die Gefahr da, dass solche Kanäle, die ja vor allen Dingen auch auf Aufmerksamkeit, auf das Paranormale angewiesen sind und auch immer Content liefert müssen, natürlich auch immer das Potenzial haben, auch Dinge vielleicht zu beugen, sagen wir mal so, oder halt auch einfach zu faken. Glaube ich jetzt nicht dran. Mein Seed, ja, überdramatisiert schon mal manchmal die Texte bei ihren Videos mit hier, was weiß ich, die schlimmste Geistererscheinung aller Zeiten und so weiter. Und in dem Video selbst sieht man maximal einen leichten Schatten oder sowas. Ist ja auch einfach normal bei YouTube-Videos. Ich mache das ja auch. Ich habe ja auch auf Titel die, über Dinge, die vorkommen in meinen Videos, aber jetzt nicht so super dramatisch sind, wie es der Titel vermuten lässt. Das ist auch eine Art Clickbait, ich weiß, aber man muss ja auch ein bisschen die Leute locken. Aber das hier, ich glaube, das haben die nicht nötig in der Art und Weise. Ne? Also das ist ja auch wirklich so unspektakulär. Entweder ist es beabsichtigt unspektakulär, aber ich will den Jungs halt auch nichts unterstellen, ganz ehrlich, weil dafür sind die mir auch zu seriös, was das angeht. Also wenn ihr den Kanal kennt oder mal da reinschaut, ja, das sind sehr spezielle Jungs, aber ich unterstelle den doch eine Menge Seriosität. Und ich glaube nicht, dass sie das nötig haben, sowas zu fake. Big shout out to LETX for catching this one. You can watch rest of video and other stuff on their YouTube channel Mindseed TV. Ja, mach das mal. Ist ein schöner Kanal, ist ein guter Kanal. Thanks for watching. Ja, thanks for watching. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Grusel mit mir. Ich bin Matt Chris und ich freue mich sehr, dass ihr wieder einschaltet hier bei YouTube auf meinen Kanal. Ja, heute habe ich nach etwas längerer Zeit mal wieder The3X für uns. Und ja, ich hoffe auf eine Menge Grusel, Gänsehaut und allen möglichen. Und wenn es das nicht ist, dann wenigstens ein bisschen spekulierend. Wir sind ja so gute Spekulanten. Ja, also bevor ich mich jetzt hier noch weiter in die Sackgasse rede, viel Spaß, hier ist The3X.